Hallo und willkommen zurück zum fast schon vergessenen und totgeglaubten Product Update. Aber da sind wir wieder. Wir haben die letzten drei Male ausgesetzt, weil wir uns um die News-Sendung Tools Around the World gekümmert haben. Falls du die noch nicht gesehen haben solltest, werde ich die oben nochmal verlinken. Das heißt aber auch, dass wir neue Produkte für dich gesammelt haben in der Zwischenzeit, die ich dir heute ganz gerne vorstellen werde. Es geht unter anderem um diese vielen Bosch-Bohrer. Die beiden Werkzeugtaschen, die hier sind, die eine trage ich sogar auch schon am Mann. Ein klein wenig Makita haben wir auch. Und es geht auch um diesen Kollegen hier. Das ist die Diamond File von Arbortech. Arbortechs Turboplane feiert gerade übrigens 10-jähriges Jubiläum. Dazu haben wir gestern einen Instagram-Post gemacht, den werde ich dir hier mal zeigen. Aktuell bekommt man auch 20% auf alle Turboprodukte von Arbortech. Was es damit aber genau auf sich hat, das verrate ich dir später. Und wir haben in der Zwischenzeit natürlich eure konstruktive Kritik erhalten. Vielen Dank erstmal dafür, die wir natürlich auch ernst nehmen werden, sodass wir mehr die Produkte zeigen und weniger mein Gesicht. Ist ja schließlich auch ein Product Update, nicht wahr? Hi, ich bin Christoph und lass uns mal direkt loslegen, denn du bist schließlich wegen der Produkte hier. Und von Makita haben wir in großer Stückzahl, passend zur Saison, viele verschiedene Schneidfaden für den Rasentrimmer. Achtet da bitte immer auf Form, Durchmesser und Länge. Aus der Four-Leaf-Line im Durchmesser 1,65 mm und 30 Meter Länge. Dann im Durchmesser 2 mm und 30 Meter Länge. Ebenso auch 2,4 mm und 15 Meter Länge. Und 2,4 mm und 30 Meter Länge. Dann gibt es die Round Trim Plus mit 2,4 mm im Durchmesser und 15 Meter Länge. Und die Square Trim Plus mit 2,4 mm und einmal einer Länge von 15 Metern und 69 Metern. Und solltet ihr im Besitz der Turboplane von Arbortech sein, dann gibt es jetzt auch zum Schärfen die Diamond File. Dann haben wir hier von Bosch Professional den elektronischen Empfänger für den Linienlaser. Bitte hierbei darauf achten, dass es nur der Empfänger ist. Und wir haben die beiden unterschiedlichen Werkzeugtaschen, die GWT2 und die GWT4. Ebenso auch den Pro-Click-Holder, den es auch nochmal einzeln zu kaufen gibt, der aber auch bei der Werkzeugtasche mit dabei ist. Und den Belt 108 in der Größe L und XL, das ist der Gürtel dazu. Man kann aber auch, wie hier zu sehen, einen ganz normalen Gürtel nehmen. Dann haben wir ein weiteres Säbelsägenblatt, das S611DF Bimetall. Und das ist für hartes Holz und Metall geeignet. Wir haben, wie hier an der Wand zu sehen, eine große Auswahl an Hex 9 Multi-Construction Bohrern. Die fangen dann an bei 3 mm, aufsteigend über 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm. Ebenso auch in unterschiedlichen Längen, also angefangen bei 90 mm, über 100 mm bis hin zu 150 mm. Und dann die Fräser, da haben wir das Self-Cut Speed Set von Bosch. Das sind die Holzfächerfräser. Und die fangen bei 14 mm an, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm bis hin zu 24 mm. Und das Fräserset X Promo, das 12-teilige, aus der grünen Bosch-Serie. Ersatzteile haben wir dieses Mal auch mit dabei. Und zwar zwei Gleichstrommotoren, einmal für den GSR 18-2-LI und den GSR 14,4-2-LI Akkubohrschrauber. Und dann noch den Motor für den PSR 14,4-LI
und den PSR 14,4. Bitte hier immer die 10-stellige Gerätetypennummer abgleichen, damit auch der Motor passt. Ebenso haben wir die Hubstange für die Universalsaw 18V-100 Akkustichsäge. Und einen großen Vorrat haben wir aktuell auch bei den Ladegerät AL1820CV aus der 18-Volt-Serie, das auch die Pro-Core-Akkus laden kann. Das war's schon wieder für diesen Freitag. Ich hoffe, es war einiges Interessantes für dich dabei. Schau gerne auch in die Verlinkung unten in der Infobox und unterstütze uns natürlich gerne, indem du ein Like da lässt, vielleicht sogar auch kommentierst, um keins der neuen Videos, da werden nämlich in Zukunft ein paar Folgen, zu verpassen. Mach's gut, bis nächste Woche.